Dankeschön. Mein Text heißt Der Weg zur Bahn. Ich ziehe die Wohnungstür hinter mir zu. Aus der Einzimmerwohnung nebenan scheppert und dumpft es wieder, denn dort wohnt ein Herr, der eigentlich weniger Herr und mehr Typ ist. Und dieser Typ stellte sich mir einst vor mit den Worten: Ich bin Elektro-DJ. Armer Typ, dachte ich da. Elektronisches Geumpfe hat sich ja schon in alle Lebensbereiche gefressen und jetzt sogar in meinen Nachbarn. Klassische Wochenendfrage eines beliebigen Bekannten. Kommst du heute Abend mit nach Kreuzberg, Friedrichshain, in so ein stillgelegtes Heizkraftwerk in Köpenick? Da ist die Eröffnung von einem Projektraum, die Insolvenzeröffnung meiner Galerie, ein Poetry Slam zum Thema innovative Nachhaltigkeit, ein guatemaltekisches Kurzfilm- und Ausdruckstanzfestival und danach legt noch ein Elektro-DJ auf. Nirgends kann man hingehen, ohne befürchten zu müssen, dass danach noch ein Elektro-DJ auflegt. In Kneipen, an Currywurstbuden, ja selbst im Park ist man davon nicht sicher. Auf der Friedrichshainer Modersohnbrücke stehen abends 200 Leute und trinken Bier. Und damit das nicht zu entspannt ist, macht das aus einer Anlage Umfts-Umfts. Die Herren tragen ein Feinripp-Unterhemd und einen schmalkrempigen Hut, der aussieht, als hätten sie ihn selbst aus dem Jackett eines Fernsehkommissars der 80er Jahre genäht und geben sich Mühe, schlechtes Deutsch zu sprechen, obwohl sie aus Pirmasens oder Oberhausen kommen. Ein vorbeilaufender Mitdreißiger in kurzen Hosen, einem karierten Hemd mit Oberlippenbart und Schiebermütze wird sofort von einem Mädchen mit Fliegenaugen-Sonnenbrille angemacht, weil sie seinen Aufzug total stylisch findet, bis sie merkt, dass er das alles nicht als ironisches Zitat trägt, sondern dass er es ernst meint, denn er ist Gesamtschullehrer aus Bad Salzuflen und jetzt hat er sich verlaufen. Zum anderen aber ist Elektro gefährlich. Wenn endlich alle Gehirnströme gleich geumpft wurden, hüpfen die Elektrikatschi auf der Hängebrücke im Takt. Die Brücke gibt Knarzgeräusche von sich. Und wenn sie zusammenbricht und eine Handvoll Stylegänger unter sich begräbt, sind wir beim nächsten Trend. Kollektiven Unfalltod sterben. Dann kommen die Freunde der verunglückten Elektrofreaks und machen aus dem Unfall das, was ihnen am besten gefällt, einen Event. Stundenlang liegen sie einander vor der kaputten Brücke in den Armen, legen Blumen ab, stellen Kuscheltiere, Teelichter und Bilder auf. Und was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist das Pappschild mit der roten Aufschrift »Warum?« Und das passiert beim Elektrohören. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, das ist ja geschmacklos, kann ich nur antworten, ja, ja, Geschmack, Geschmack. Aber auf den Karneval der Kulturen gehen, das geht, was? Der Karneval der Kulturen ist nämlich die geschmackloseste Veranstaltung, die es in Berlin gibt. Auf LKWs werden in sicherem Abstand tanzende Menschen aus fernen Ländern zur Belustigung des einheimischen Volkes vorbeigefahren. Daneben stehen Radioreporter und wiederholen die Phrasen, für die sie bezahlt werden. Berlin ist eine tolerante Stadt, Berlin ist eine tolerante Stadt, Berlin ist eine tolerante Stadt. Während hinter ihnen jemand ganz tolerant Schwaben raus an die Hauswand sprüht. Vor der Haustür, ich bin in Zeitdruck, komm, lass mal. Vor der Haustür kommt mir eine Nachbarin entgegen und begrüßt mich mit einem sehr gequälten Hallo. Sie hat mich vor Monaten am Fahrradständer mal nach einer Luftpumpe gefragt und es schien ihr sehr unangenehm zu sein, einen fremden Mann um Hilfe zu bitten. Ihr Subtext ging ungefähr so. Nicht, dass du jetzt was denkst, ja? Also ich habe da ein Problem, ich bräuchte meine Luftpumpe, aber wirklich nur die Luftpumpe. Also ich will dich hier nicht anmachen oder so, das will ich gleich mal klarstellen. Ich brauche wirklich, wirklich, wirklich nur mal kurz eine Luftpumpe und wenn ich fertig gepumpt habe, will ich, dass du sofort wieder gehst und mich auch nie wieder ansprichst. Was ist das für eine grenzenlose Arroganz anzunehmen, dass jeder Mann mit ihr gleich ins Bett will? Hallo, es gibt auch Männer, die finden dich völlig uninteressant. Schon an der Universität sind mir die Damen auf die Nerven gegangen, die bei jeder Gelegenheit fallen ließen, dass sie vergeben sind. Hallo, ist der Platz hier noch frei? Ja, aber ich habe einen Freund. Mann, Mädchen, was glaubst du, was passiert, wenn ich mich hier hinsetze? Das ist ein Hörsaal und kein Swingerclub. Krankheiten der Stadt, Umfzlärm, Trendtum und vorauseilende Unfreundlichkeit. Weil man ja nicht weiß, was die Menschen von einem wollen, ist man besser erstmal ein Arschloch. Freundlich sein kann ich später immer noch. Entschuldigung, wie komme ich denn zur Schinkelstraße? Kauf den Stadtplan, du Hurensohn! Noch 50 Meter zur U-Bahn-Station, aber was soll da schon besser werden? Die Stadt macht krank und plemplem. In der Tordurchfahrt des Plattenbaus steht ein Lonsdale-Pulloverträger und uriniert in die Ecke. Eine Rentnerin schaut aus dem Fenster und brüllt. Hey du Bengel, sag mal, machst du das zu Hause hoch? Nee, brüllt der Urinierer zurück. Zu Hause pisse ich grundsätzlich nicht, dafür komme ich immer hierher. Vor dem Spätverkauf sitzen die üblichen Trinker. Einer springt auf und geht auf mich zu. Was gibt's denn da zu kicken, Alter? Bin ich so hübsch oder was? Geht so, will ich sagen. Doch da fährt mir ein Fahrradfahrer in die Hacken und ruft. Passen Sie doch auf, sehen Sie nicht, dass ich mit dem Kinderanhänger unterwegs bin? Hinter seinem Fahrrad hängt ein Plastikanhänger mit langem Fähnchen. Darin sitzen zwei Kleinkinder, die sich eines Tages sehr für ihren Vater schämen werden. Aus der U-Bahn kommt eine Frau mit zusammengekniffenen Augenbrauen und schreit, ich bin die Miriam aus Marzahn, meine Hobbys sind Recht haben und sauer sein. Der Lonsdale-Mann, die Rentnerin und meine Nachbarin tauchen auf. Plötzlich ist da ein Typ mit zwei großen Koffern und baut zwei Plattenspieler auf. Ich schreie und reiße mich los, stolpere gegen die Rentnerin, sie zerplatzt wie eine Seifenblase. Zurück bleibt ein Häkeldeckchen mit dem eingestickten Satz, das ist kein Fahrradweg. Ich muss alle nur leicht antippen, schon zerplatzen sie. Vom Trinker bleibt eine Sternburg-Flasche, vom Lonsdale-Mann ein Lanzerheft, vom Öko-Vater ein Erziehungsratgeber mit dem Titel Ich hätte nie gedacht, dass Deutschland wirklich so kinderfeindlich ist.
Die Bahn kommt, ich steige nicht ein, ich gehe zum Libanesen, hole mir ein Shawarma. Die Stadt macht krank und plemplem, aber sie ist der einzige Ort, an dem man nachts noch etwas zu essen bekommt. Dankeschön.